Gurmi, bist du krank? Er hat sich erkältet. Irgendwas hat er. Er hat mir ins Gesicht genossen. Heute Guckt Morgen. auch so komisch die ganze Zeit. Ja. So etwas genervt auch. Der ist krank. Auf jeden Fall. Der Schatzi. braucht jetzt wieder so 2 Tage. Ja, der ist sehr oft draußen, sehr lange draußen. Mein Baby. Der ist manchmal bei 0 Grad, ist er 10 Stunden lang unterwegs. Kann man sich so auch erklären. Wie traurig der guckt. Ja. Es hat hier auch geregnet, der war ein paar Mal nass. Da bist du aber selber dran schuld. Komm doch nach Hause. Wir müssen die Weihnachtsdeko wegpacken, ne? Willst du mir helfen später? Du musst mal auf der Kamera gucken, wie er aussieht. Ulmi. Ach, Schatzi. Ja, Hey. der ist müde, macht auch so einen traurigen Eindruck. Aha. Ja, der will nicht angefasst werden, das ist schon ein Ja, Zeichen. der will Ruhe haben. Er will Ruhe haben, aber er will auch die ganze Zeit Futter haben. Und Vor allem, deine der hat. Füße? Wie sehen die schön aus? Guck mal, wie schön die aussehen. Sieht aus wie eine Prinzessin. Prinz. Wie genervt er guckt. Extrem. Gucken wir mal, was deine Freundin macht. Die liegt ja auch schon, keine Ahnung, seit. Seit so 2,5 Tagen liegt sie da drinnen. Sie kommt da einfach nicht mehr Ist raus. wirklich so, sie ist die ganze Zeit da drinnen. Ich war gestern beim Tierschutz und habe eine Decke mitgenommen von dem Bengalkater. Kushi und Bulmi haben daran gerochen, auch sehr lange. Und der Bengalkater hat die Filzhöhle, wo er auch dran gerochen hat. Und war bestimmt eine halbe Stunde da. Und dann haben wir die ganze Zeit Spirale gespielt. Der ist total süß und aufgeregt und will die ganze Zeit spielen. Geh, Kushi? Genau richtig für Kushi, dass er die ganze Zeit spielen möchte. Vielleicht ist es gut. Wir werden sehen. Am Samstag kommt der. Und hier bin ich dann am meisten gespannt. Ja, wann kommen die eigentlich? Ich glaube um 14:30 Uhr. Geh ich jetzt sie? Ja, machst du frei am besten. Ja, ich mach dann Sonst frei. wirst du gestresst. Ne? Musst du hin und her. Ich bin ja froh, dass sie den herbringt. Das ist was sehr Feines, ja. Das ist schon eine halbe Stunde Fahrt. So, wir gehen jetzt duschen. Ja? Und dann fahren wir ein bisschen weg. Oh, Wohlmilein. Und ich wollte noch mein Geschenk zeigen. Und zwar habe ich eine Kiste geschickt bekommen von der lieben Brunhilde. Und zwar diese kleinen Parfümflaschen. Wie gut riechen die bitte? Die riechen alle so richtig geil. Also ich war total begeistert, Brunhilde. Ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, aber wenn da jemand Interesse dran hat, die kann ich euch empfehlen. Die riechen richtig gut. Und dann habe ich noch verschiedene Handcremes bekommen. Eine wunderschöne Karte habe ich auch bekommen. Ein S.Oliver-Paket für die Jungs. Und dann hier noch ein Spielzeug von der Brunhilde für die Katzen. Mit Glöckchen dran. Genau, ich habe es schon mal gelesen. Auch so richtig schön diese Karte. Die kann man so aufklappen. Oh, Moment, ich zeige euch das mal. So sieht es aus. So eine 3D-Karte. Die ist richtig schön. Und genau, dann hat sie mir noch hier eine schöne Karte geschrieben. Brunhilde, vielen, vielen Dank. Also das hat mich richtig krass begeistert. Die haben so geil gerochen. Dann habe ich hier noch was. Genau, so eine Matte, so eine Futtermatte, so wie die dort. Nur halt mit einem Katzenkopf aus Silikon. Richtig genial. Und das ist von der lieben
Irgendwie kriege ich nur was von Frauen. Nee, Quatsch, Männer waren auch schon dabei. Von der Ines Rosenfeld, ein frohes und besinnliches, katzenstarkes Weihnachtsfest. Sehr süß. Vielen, vielen Dank, Ines. Ich glaube, sie hat sogar zwei geschickt. So, genau, da haben wir noch eine. Was habe ich hier? Ah, Mi Amor Nassfilets. Und zwar war ich, wann war das denn gewesen? Heute ist Dienstag. War das Freitag, als ich Besuch bekommen habe? Donnerstag oder Freitag? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat es geklingelt bei uns an der Theke und auf einmal standen da zwei sehr liebe Menschen vor der Theke und haben mir das überreicht und haben gesagt, viele liebe Grüße an Wulmi und Kushi und haben dann auch schön bei uns eingekauft. Die haben dann ein paar Sachen eingekauft, ein paar Leckereien und ja, hat mich sehr gefreut. Es war, glaube ich, so der erste Besuch bei mir im Laden gewesen. Da war sogar noch was dabei. Ich guck mal, ob ich das hier reingetan habe. Nee, ich glaube, ich habe den Laden liegen lassen. Aber ist ja nicht schlimm, geht ja nicht verloren. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, auch für den Besuch. Das war richtig lieb gewesen. Und tut mir leid, dass wir uns gar nicht gemeldet haben, aber wir haben die Feiertage einfach mal extrem genossen und heute haben wir auch mal den Laden zugelassen, obwohl ja eigentlich schon wieder ein ganz normaler Tag ist. Aber wir wollten die Zeit so ein bisschen zusammen genießen. Und ja, deswegen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, auf dass das neue Jahr 2024 einfach mega gut wird. Wir sind positiv, gell? Das wird schon richtig gut. Und für euch natürlich auch. Und ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen shoppen. Der Jengis und ich wollten ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und jetzt, wo die Läden offen sind, gehen wir mal ein bisschen raus. Weil er wollte noch eine Hose haben, weil ich habe ihm nichts zu Weihnachten geholt. Er wollte eine Jeans haben und deswegen gehen wir ihm jetzt mal eine Jeans aussuchen. Und ja, ich freue mich auch auf Samstag, wenn der Bengalkater endlich kommt. Ich war gestern ja dort und er ist so lieb, Leute, wirklich. Er ist so zuckersüß, unfassbar, total menschenbezogen und wollte die ganze Zeit spielen. Ist aber auch nicht aggressiv, ist total vorsichtig, auch den anderen Katzen gegenüber, weil die haben die ja an zwei Gehegen und die haben die Gehege dann aufgemacht und da sind alle Katzen zusammen gewesen. Und alle haben sich super miteinander verstanden, deswegen habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Mal gucken, ne, wie es mit dir wird. So, ich mache mich jetzt mal fertig, ich sehe aus wie keine Ahnung was. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ah, das habe ich noch bekommen von der, genau, von der Ines Rosenfeld. Das sind so Katzengras-Sticks, da bin ich mal gespannt. Können wir doch gerade mal den Wulmi einen geben, oder? Wollen wir mal testen, ob du das magst, Schatzi? Hm? Mal gucken. Oh, die sind weich. Oh, der geht ja voll drauf ab. Oha, krass. Hier? Da. Da liegt. Hier. Kushi, und du? Komm mal her. Magst du die auch? Ihr wisst ja, Kushi ist ja immer sehr vorsichtig. Aber sieht gut aus. Hey. Ja, du hast so einen kleinen Mund, ne? Komm, ich mach dir das klein. Hier. Guck mal, das kann man sogar so klein bröseln. Oh, sie geht ja auch voll drauf ab. Hier. Ui. Oh, Leute, die kann ich euch empfehlen. Das sind Katzengras-Sticks. Katzengras, Hühnerbrust, geeignet für Katzen über 3 Monate. Ich verlinke die euch mal unten in den Kommentaren. Vielleicht wollt ihr sie auch kaufen. Und auf jeden Fall richtig gut angekommen, ne? Was ist mit deiner Nase? Was ist denn? Lecker. Toll.